Ah, ich brauche langsam wieder Gear, ne? Also das schon mal die einzelnen kleinen Mobs gehen, aber die Elite sind halt wild. Und die vielen Ranges hier. Die sind halt auch anders krass. Die schießen immer diese aus der Ferne so eine Kacke. Und das tut einfach weh. Ich habe hier auf alles Resistance, aber irgendwie. Trotzdem ist es. Krieg ich trotzdem noch viel Schaden. Aber die sind ja 90. Aus der Haltung raus. Und irgendwie sind alle schneller. Oh, geleckt. Schon wie schnell die Helle alle sind auf einmal. Ich brauche halt Movements. Ich brauche Movements 40 bis 70 oder was steht da? Genau. Und was habe ich? 20 oder so? Brauche ich, um wegzulaufen, ein bisschen zu kiten und keine Ahnung für was noch. Drück halt E, warum geht die Taste? Oh, schon wieder aus der Haltung raus, weil ich zu spät E gedrückt habe. Digga! Die chargen! Drück W, komm. Schon wieder aus der Haltung raus. Boah! I have no drinks anymore. Gib mir Drinks. Ja, keine Chance, Mann. Wenn ich einmal kurz reingehe, oh Gott, noch so einen habe ich jetzt. Ich muss ja drin stehen, um Damage zu machen. Wenn ich reingehe, kassiere ich halt zu viel. Aber ich muss mal hier vielleicht die einzeln machen hier. Weg. Haltung raus. Okay, das sind doch zwei fette Elite hier. Ich pulle immer mehr, aber was soll ich machen, Alter? Ich versuche irgendwo hinzulaufen. Raus, hab's geschafft. Boah. Increase Cast Speed, Increase Elemental Damage, Increase Cold Damage, Increase Physical Damage. Cold Damage. Boah, aber Leben ist halt schon krass auf einmal. Wie viel hatten das hier? Heftig. Heftig. 114 HP. Ich glaube, ich kann dieses eine Ding da nie wieder ablegen. Weil ich einfach alle Resistance habe mit dem. Yes. Less damage taken with increased critical strike, mana increased dodge rating. Boah. Okay. Schlüssel, noch so eine Welle, nochmal Chaos. Ja, okay, komm. Und nochmal Stress hier. Nochmal Stress hier! Oh Gott, was ist hier in der Mitte? Wieso kommt niemand, wenn es schon Wellen sind? Jetzt hat. Ich muss mal Mana-Tränke, also Heiltränke einsammeln. Dass man beim, oh Gott, der Range hier.
dass man die Heiltränke nicht voll kriegt, wenn man ein Level startet, auch wild. Du hast immer vom letzten Level die Tränke. Yo, was ist denn das für ein Nicht-Damage? Was für ein Nicht-Damage hier? Hallo, wo sind die? Ich bin hier aus der Haltung raus. Wie langsam die Viecher sind. Die schlagen mit dem Schwanz dann die Säcke. Diesen Delay nicht. Wieso haben sie das so gemacht? Und warum habe ich ein Delay offline? Ja. Oh, ich bin aus der Haltung raus, gar nicht gemerkt. Na, ist nicht die letzte Welle, ist noch eine. War vielleicht ein Teil von der letzten. Was ist denn hier noch alles? Ah, doch. Der war so fett, der hat gleich zwei Wellen. Haben zu ihm gezählt. Increase Health, okay. Chance irgendwas. Chance to show. Okay, wenn wir jetzt irgendwie wieder so an die Grenzen kommen, und der nächste Boss wird ja eigentlich unmöglich. Level 90er schaffe ich nicht. Dann müssen wir wieder uns umskillen, sage ich mal. Bisschen andere Idols, vielleicht das Gear ein bisschen verändern und so, wenn es geht. Oh, da duckt immer noch hier. Ach, Schlüssel. Yes. Sind wir schon bei der zweiten Quest? Ja, machen wir die mal. Schauen wir mal. Wir sind noch nicht mal so weit weg vom Boss. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch antue. Bin schon ein bisschen kaputto. Die Quest. Enemies haben 30% mehr Leben. Doppelt. 60% mehr Leben. Boah, zweimal 30%. Okay, das ist krass hier. Das ist echt krass. Okay. Ich muss was machen? Defeat Rusk. Okay, ich muss drei Marodeure. Marodeur, okay. Wo zum Fick geht's denn hier weiter? Natürlich schießen die mit, das sind ja Piraten hier. Ich hasse Piraten. Die Piraten-Setting ist will ich nie spielen im Spiel. Sag ich jetzt. Morgen bin ich begeistert von irgendwas. Du Drecksäure, oder ihr Drecksäure da, der Seite. Göttel.
Hier ist ein wichtiger Typ. So, der nächste ist wo? Der nächste ist da oben. Gestalt habe ich gleich. Ich traue mich nicht ohne Gestalt dahin. Ich weiß gar nicht, ob diese Inje so gut sind, weil das rechte Ohr tut mir ja schon weh. Und mit diesen anderen, die leider kaputt sind, ein paar, habe ich jetzt ein Jahr lang gehabt, also fast keine Probleme, außer die eine, die Ohrenentzündung da, aber die habe ich mir erst nachhinein geholt. Oder sagen wir mal, ja, fast ein Jahr, 10 Monate oder so, haben die ohne Probleme gehalten, aber sind sie dann kaputt gegangen. Finde Grail, okay. Mein Jet ist gekommen, habe ich Flug gebucht oder was? Diese Stege sind hier. Oh nein, aus der Haltung raus. Boah, ich bin gerade angekommen, Alter. Oh, ich muss hier weg. Schau, wie penetrant er mich hauen will. Ich bin genau in den rein gedodged. Als meine Haltung weg war. Kann ich sie noch ein bisschen halten, bis Gegner kommen? Wow! Ich hab das zweite ausgesucht irgendwie. War das ein Fehler? Scheiße. Ich hatte das zweite ausgesucht hier. Da war so eine Option. Ich habe außerdem das zweite gemacht. Mal mache ich immer 1-1-1-1-1. Ich glaube, der war sowieso nervös, oder? Schätze ich mal, es lag nicht an meiner Auswahl. Ich hätte auch mit dem Freund werden können, mir kein Problem. Also ich habe passt. Wir haben doch Best Friends. Best Friend, my friend. Bin dabei. Gut. Kill habe ich. Pausiert hast du's? Ja, ging ja eigentlich. Also das war aber erst das zweite Ding, ne? Das dritte kommt hier noch. Was? Legendary Potential. 4 Potion. Plus 12 Potion? What? What? Was ist das? Okay, das ist heftig. 12 Potions. Increase Physical Damage, increase Ding Dexter, increase Dodge Rating for 4 seconds when you use a potion. More Dodge Rating for 4 seconds when you use a... Nochmal 10%. Boah, ich muss aus dir mein Legendäres machen. Was ist denn meins? Physical Damage, increase Health, Physical Resistance. Hat es nicht 4? Doch. Wie 12? What the fuck? 12? Increase physical damage, increase minion. Das verliere ich nicht. Ich muss das nehmen. 12 Potions ist halt da. Endgegner! Stimmt das oder ist das ein Schreibfehler?
Ich muss halt physical, muss ich dann irgendwie ausgleichen. Ich will ja einfach mal merchen, aber boah, ich muss was Gescheites merchen, oder? Physical Assistance, ist eigentlich ganz gut. Wo müssen wir da hin? Oh, Scheiße, ich hab mir Screenshot gemacht, Alter. Geht das vielleicht nur im Hard Mode oder so? Oh! Okay, auf einmal 20 von mir. Ich hab Komma gedrückt hier aus Versehen. Oh mein Gott! Tauchen 20 von mir auf. Okay, sorry. Kannst du dir nicht vorstellen. Und ich wollte nur schauen, welche Inne ich muss, um das zu merchen hier. Okay, Temporal Sanctum. Es kann sein, dass es erst ab 100 geht, aber wir können ja mal die Ini machen. Wir können ja mal die Ini machen. Was sind das hier alles? Cold Resistance. Dodge Rate. Wahnsinn. Ich nehme die mit. Wahnsinn. Temporal Sanctum. Wir haben doch hier bestimmt Keys oder so. Temporal Sanctum Key, ja. Tut das nicht die Keys sortieren nebeneinander die gleichen? Komme ich da überhaupt hin? Waypoint locked. Ich kann da gar nicht hin. Lol, wie komme ich denn da hin überhaupt? Waypoint locked. Ich muss irgendwo in welches? In Ruined Era. Ach, hier gibt es ja mehrere Inis oder was? Ach so. Und ich muss hier hin? Gain entrance through a time rift in another area. Aber wo? Na, jetzt drückt er wieder. Hier? Ah ja, hier vielleicht, oder? Geht das? Ich probiere mal. Also nach links oben. Theoretisch. Ich habe keine Heiltränke. Sag nicht, ich kann wirklich 12 Summons erstmal testen hier. Das ist doch so Anzeigefehler, oder? Habe ich schon mal 6. Nee, das ist richtig. Mach mal auf den Scheiß hier. Krass, krass. Ich werde den Gürtel nie wieder tauschen, auch wenn ich meinen Missgürtel irgendwann habe, den ich bestimmt nicht wirklich kriegen würde, werde. Okay. Search for the missing tablet. Die fehlt ein Tablet? Aber ich bin hier, wo ich hin will. Schau. Erstmal Tablet suchen. Na klar. Ich komme hier an und suche ein Tablet. Ja. Yeah. Ohne die Gestalt ist auch hier so wild. Im normalen Ding. Zum Fick. Wo geht denn dieser Weg hier lang? Erstmal Tablet suchen. Natürlich ist auch ohne die normale Gestalt scheiße, weil ich laufe hier mit 1% AP immer rum. War man nicht eben schon irgendwie auf dem Schiff oder so? So, warte hier. Das ist ja wirklich ein Schiff. Ich habe das nur als Spaß gemacht. Ich habe nur auf die Karte geschaut eigentlich.
ist ja wirklich irgendwie da. Also, was ist denn? Wenn ich die mit einem Schlag kaputt mache, ist das halt so eine Sache. Mit so wenig HP bin ich ja trotzdem gefährdet. Da unten scheint jemand, anscheinend mit mir jemand zu reden zu wollen. Ah, hier kann ich zumindest jetzt immer hinporten. Okay, passt. Jetzt haben wir das jetzt. Jetzt haben wir das jetzt immerhin. Irgend so ein Viech hier, der mich dann hindert, hier zu wohnen oder was? Was ist denn das? Danke fürs Tablet. Jetzt hat er mir ein Tablet gegeben. Danke. Danke fürs Tablet. Oh, ich kann einfach rein? Ohne Schlüssel? Oder vielleicht braucht man das erste Mal keinen Schlüssel. Achso, ich habe erstmal einen Portstein hier. Ah, okay. Hier ist meine Kiste. Hier kann ich mich umziehen. Ah ja, ist auch ein Key nochmal hier. So, den habe ich eh rausgeholt. Was will er? Julera? Okay, Level 1. Tier 1. 55, es geht bis 100. Boah. Und ich kann mit der D-Taste immer wieder wechseln? Ach so, es gefordert mich gar nichts, wenn. No Translation Ability. D-Taste. Okay, es geht so nicht weiter. Mit der D-Taste kann ich rein. Ja, lol. Das wird jetzt spannend hier. Ich schau noch mal kurz den Gürtel. Es müsste 16 Potions müssen dann sein. Okay, mit dem anderen Headset habe ich halt richtig Bass hier, geil. Das ist so krass mit dem Wechseln des Dings hier. Ich mag aber andere Zeit mehr. Du wechselst in der Ini die Zeit und hast mehrere. Okay, hier ist alles zu. Der Bosskampf wird auch wild. Du tust dann beim Bosskampf den Fähigkeiten ausweichen. Wäre gespannt, ob ich überhaupt schaffe hier den Bosskampf. Ich habe halt nicht full Resistance hier. Ist in der anderen Zeit? Ist hier offen. Ja, wie krass. Alter, das Spiel wird hier mal krasser hier. Okay, das ist ja immer krasser. Das ist ja... Und das gibt es dann auf verschiedenen Level. Die ganzen Inis. Keine Zeit geht es auf hier. Ah, hier. Rein da. Boah, bin ich ja mal gespannt. Jetzt Boss. Bei einigen Fähigkeiten muss ich Zeit wechseln. Das ist nicht der kleine Ding hier, oder? Ist doch bestimmt, wo es größer ist. Ach so. Zeit wechselnd, um den Eingang zu finden. LOL. Gar nicht übertrieben. Achso, ist er nicht der Eingang? Das ist jetzt erst die Ini, oder was? Verstehe gar nichts. Diese ganzen Zeiten hin und her. Das ist der Last Pokey!
sollten in der Zeit nur ein bisschen bleiben. Die Zeit ist Main, aber ich glaube, hier ist ja das meiste los. Oh. Wie oft denn noch diesen Gürtel da? Was droppt denn hier alles? Also jetzt bin ich jetzt in ihn angekommen, weil jetzt ist, stand ja auch da mit dem Prozent Leben und so. Okay, das andere war nur so Vorkämpfen. Ich musste dieser einen Thrasher, dazu, dieser Schatztruhe dahin. Schon krass, Voodoo, gell? Was es hier jetzt alles gibt hier. Boah, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich hatte schon Bock auf anderen Char, aber das alles nochmal machen zu müssen. Leider ist der Char, wie ich schon oft gesagt habe, komplett alleine. Er kann keinem anderen Char helfen, der noch kommt. Weil ich mich dazu entschieden habe, dass der Char komplett alleine spielt. Jetzt auch in der Zeit zu, frech. Ach, Zeit wandern hier. Ich liebe Zeit. Man gibt's ja mal wieder einen richtig schönen Zeitwanderungsfilm. Also so mit Zeit und sowas. Oder gibt's eigentlich, ich schau gar keine Filme oder sowas. Ich hab keine Zeit für sowas. Ich muss noch 15.000 Stunden meine Aufnahmen schneiden. Da habe ich keine Zeit für was anderes zu gucken. Cool. Ja, jetzt bin ich mal so weit hier entfernt. Ja. Noch ein Modifier. Hey, okay, noch ein Modifier, weil ich tiefer eingedrungen bin. Was ist denn hier? Proceed, jetzt ist der Boss. Jetzt ist Boss, oder? Okay, das ist in der Zeit, ist das nicht. Wo weiß ich, wenn es vorbei ist? Ach, sie kommt hier hin. So, sie kommt auch in die Zeit. Ach du Scheiße. Verstehe ich. Achso, was ist das? Kann ich an der Zeit Schaden machen hier? Hallo? Wie sie immer wieder nachkommen mit der Zeit. Brech. Bleib doch in deiner eigenen Zeit. Das ist meine Zeit. Kommst du jetzt? Hallo? Tot? Ah ja. Die ist jetzt in der Zeit gestorben. Ich wundere mich, hä? Okay, der wäre bestimmt viel schwerer. Level 15. Ja, das ist halt Legendary Potential. Yeah, na klar. Increased Spell Damage when you use Movement or Time Travel Skill. All Stats on this time are tripled for 4 seconds. 12 Seconds cool. Warum? Tripled? Hä, wahnsinnig? Das ist ein spezieller Drop von dieser Ini hier. Increased Damage over Time. 1% Mana Regeneration per 3 Sekunden hier. Level 15.
Okay, kann ich... Ja, ich bin hier richtig. Ich muss in die andere Zeit. Also hier legt man es zusammen und da holt man es ab. Warte. Was? Das hier. Hier. Das da. Und das da. Tu mal dieses Ding da weg. So. Seal Cage. Seal a unique item, legendary potential, and an exalted item with 4 affixes. Each item must be in the same type. Ja, hab ich. Gut, dann muss ich es hier abholen. Fertig. Okay. Erste Legendary, was hat es denn jetzt? Das hat Potion Slots, increased physical damage, increased Minion, gutes Versand, Dex, increased Dodge Rating. Okay, also wird schon passen, oder? Man kann doch jetzt beim Legendary nicht noch was dazu tun. Was? Das ist Troll. Hä? Ken Forge, ja, siehst du. Okay, fast. Gut. Mana spent when gains. Using increased spell. Was ist denn das jetzt hier? Intelligent Poison. Das ist wieder hier. Hätte mich schon so früh eins machen können, oder was? Was ist denn das? So, die Frage ist jetzt. Ist wieder alles Baba hier? Ja, genau, passt. Aber Physical Resistance hat es nicht übernommen, ne? Ich brauche nur wieder Physical Resistance, noch 11% irgendwie. Da müssen wir es irgendwie noch ranhalten. 11% Physical Resistance von irgendwas. Physical Resistance. Leider nichts mehr da. Das hat nur 48 Potenzial. Spell Damage. Ich meine, hey, wenn es Potenzial noch hat, machen wir es einfach. Maximal, ja, okay. Dann haben wir hier noch Spell Damage drauf. Das ist voll. Achso, die Handschuhe sind hier auch Legendary Potential. Habe ich etwas? Habe ich Handschuhe mit Physical Resistance? Wenn wir schon da sind, oder? Increase Media Attack Speed. Increase Media Attack Speed ist ja krass. Physical Resistance, ich mach das einfach, komm. Handschuhe. Increase Melee Attack Speed. Wie viel ist das hier? Und Physical Resistance ist ja nicht drauf. Physical Resistance, also ich brauche Handschuhe. Increase Melee Attack Speed. Ja, ist doch egal, mach mal einfach. Es ist jetzt sowieso jetzt nicht so. Zeitwechsel. Also ich kann es nur einmal machen, oder was? Wie? Ich will die Handschuhe auch machen. Ich will... Militex will für sich... Ich will das... Die zwei da. Darf ich nicht? Was mit ihm? Ach, ich darf bloß einmal pro Durchgang? Ja, dann, ja, na klar. I can
Aber die Maschine ist doch hier. Schau mal, die ist doch hier, die Maschine. Aber nur in der Zeit noch. Hallo? Engine power weaves around the content within the complete. Ja, ja, aber... Ich kann sie in der Zeit nicht mehr anklicken, leider. Wo gehe ich denn hier lang eigentlich? Bin ich im Tempel? Da könnte ich noch looten hier irgendwas. Die Zeit? Das ist ein krasses Geräusch. Wum. Wum. Explore. Ich. Ja, okay. Vielleicht kann man nur einmal. Ist ja okay. Das, passt, das ist ein Legendary eigentlich, das ist ja okay. Jetzt komme ich hier, glaube ich, raus. Wahnsinn! What this game have to beat? Was das Spiel zu bieten hat. Achso, jetzt bin ich hier. Oh. Ich will aber nochmal zum Ding hin. Zu Inni. Ich will mal ein paar Heiltränke holen. Ich will nochmal zu Inni. Imperial Area? Divine? Hier, doch, hier. Travel. Ja. Ich müsste einen Schlüssel haben, um direkt hin zu travel. Ich will es nochmal machen, einfach auf den Level. Ich würde aber irgendwie, kann ich irgendwo verkaufen vorher? Nee, gell? Doch, doch, ich kann schon verkaufen. Ich muss irgendwo hin, also in der Stadt oder so. Kurz Shift T. Da. Ich mache jetzt die Handschuhe auch. Ist mit ihm? Dir? Danke. Okay. Shop. Die Armor? Nee. Nee. Die zwei tue ich rein und das behalte ich. Okay. Ist mein Portal? Hallo? Portal ist nicht da. Ah, yes. May I tear a smile upon you? Gut, dann muss ich wieder das Ding suchen. Hier. Würde ich vielleicht nochmal machen hier. Hallo. Ach so. Entschuldigung, Schlüssel. Hab vergessen. Ich muss jedes Mal, wie ich es machen will, bloß ich den Key. Habe ich noch einen? Arena Key, Arena Soul, ja. Arena Key. Nee, hab ich nicht? Oh mein Gott! Ich hab keinen? Miau, ja. Ich sehe, ach so, die schaut da raus. Okay, krass. Ich sehe es ja. Soulfire Bastion. Wer ist das hier? Temporal Sanctum. Ich brauche jedes Mal einen Schlüssel. Soulfire Bastion. Lightless Arbor. Temporal Sanctum. Oh, zum Glück. Level 80. Soll ich die andere Stufe nehmen, wenn ich sterbe?
Das ist, wenn ich sterbe, dann... Ey, ich mach jetzt safe, damit ich diese Dinger krieg. Ist mir jetzt scheißegal, ich mach jetzt safe, damit ich die Dinger krieg. Ja doch, ich würde auch das schaffen bestimmt, aber... Aber schau mal, ich starte mit 1 HP Leben. Naja, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Und wenn ich nur 2 Keys habe. Ich hole noch nicht diesen Typen aus, der ist mir scheißegal, der Typ. Ich will nur das schaffen. Ich bin noch gar nicht in ihn drin. Nee, pisst euch. Ist mir nicht egal. Einfach nur das Ding schaffen und fertig. Habe ich damit mein Gear eigentlich so wirklich verbessert oder so, weiß ich gar nicht. Oh. Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken hier. Wollte mich ja nicht heilen. 1 Gear war das, genau. Zu viele Tasten jetzt auch noch mit dem D. Da bin ich ja gespannt, wenn jede Ini irgend so was Spezielles zum Bieten hat. Dann ist ja anders krass. Also wenn jede Ini so spezielle Sachen zu bieten hat. Machst du wieder zu das Fenster, richtig so. So zurückgekickt wird. Ich kann hier nicht rein, egal in welcher Zeit. Anders dahin kommen. Oh, scheiße. Jetzt drücke ich schon D aus Versehen. Um die Zeiten zu wechseln. Sind immer gut. Irgendwie sind die Gänge in der Zeit besser, oder nicht? Und das ist halt jedes Mal anders hier, ne? Ah ja, hier geht's rein. Proceed. Jetzt bin ich erst drin. Wieder der Drucker. Von Katze zu Drucker. Ganz verrückt. Such power. There is only one explanation. Ich meine, weiß nicht, ob mir jetzt so viele Heiltränke was bringen, aber es ist halt immer krass. LOL von. Von Heiltränken 3 am Anfang bis irgendwie maximal 5 am Gürtel, jetzt 16. Also, dann ist ja auch der Skill perfekt. Ich muss ja mit dem leben. Was heißt damit leben? Wenn ich Heiltrank nehme, kriege ich weniger Schaden und irgendwie was. Also das ist halt, ich habe so einen Skill. Von daher ist das ja nicht immer schlecht. Das ist eigentlich schon für das Bild. Aber es ist halt nicht das Bissding, aber ist mir auch egal. So habe ich dann zumindest überhaupt noch was Wildes. Ob ich den jemals abgeben will, noch weiß ich nicht. Finally,
Wenn ich einmal gewohnt bin, so viel zu haben, hä? Ich schätze mal, ich hätte auch locker das andere gepackt, aber ich will es das ein bisschen gemütlicher haben. Einfach ein bisschen chilliger haben, haben wir heute auch schon stressige Aktionen gemacht hier. Kann ich denn da nicht durch? Scheiße, Mann. Nochmal New Modifier. Werd mal schauen, wie weit ich es mit dem Char bringe. Vielleicht fange ich erst bei der neuen Season im nächsten Char an. Vielleicht mache ich es auch so. Ich spiele mit dem in der Season, bis ich halt keinen Bock mehr habe. Und fange dann in der nächsten Season dann einfach einen neuen Schaden. Und diese Viecher hier. Also diese Viecher sind halt in jeder Zeit, diese komischen Statuen da. In allen Ecken, oder? Aber ich möchte nicht unbedingt fliehen, ich möchte hier heimisch werden. Scheiße, Flieh gedrückt. Zeit gewechselt, wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich. Oh, meine Gestalt ist nicht mehr da. Ich werde trotzdem auf die Gestalt warten. Auch wenn ich jetzt hier Ding bin, weil ich bin halt sehr angreifbar. Gefühlt hat die so eine komische Explosion, wenn sie stirbt. Ich habe das Schiss nicht, dass ich dann da sterbe. Deswegen Zeit gewechselt. Wieder, man kriegt hier anscheinend Safe Jules Stadia Ring. Spell Damage. Okay, das ist der gleiche. Ich glaube, der ist nur höher im Level. Ich habe die gleichen Handschuhe, glaube ich, nochmal, oder? Increase Critical Strike, Chance. Hier ist Speed und Physical Resistance. Ich hoffe, dass Physical Resistance rauskommt. So viele Ringchancen. 55 sogar Drop jetzt hier. 52, okay. Obwohl ich in so einem lowen Gebiet bin, droppt trotzdem meine Dinger. Increased Necrotic Damage. Oha. Void Resistance, Fire Resistance. Hey, das ist ja fast genauso gut wie meiner. Man ist 71, lol. Okay. Also. Das. Der Item must have Level 15. Wie? Legendary Potential? Der Item must have Level 50 oder lower. Wieso Level 50 oder lower? Das geht doch hier in der Maschine eigentlich.
Aber wie macht man denn höhere Levels dann? Was war denn hier? Level 9 ist das hier. Wie, ja, okay, aber wie geht höheres Level? Müssen wir nochmal gleich nachschauen. Okay, jetzt ein Video geschaut und kurze Erklärung. Ich muss den Dungeon einem höheren Level abschließen, um auch höhere Items zusammenfügen zu können. Macht schon Sinn, wusste ich nicht. Und jetzt habe ich keinen Key mehr, das müssen wir halt dann irgendwann anders machen. Es ist halt, mein Item ist halt 72 und wenn du Level 60, glaube ich, möchtest, musst du schon Stufe 3 oder so. Das wird schon nicht ohne, wird ultra schwer, aber mach mal dann schon irgendwann. Also nicht zu unterschätzen, will ich mal damit sagen. Das Ganze, also man muss dann schon, ja. Dann bleibe ich halt jetzt so mit meinen Handschuhen. Das Problem ist halt nur die, was ist hier alles? Ich behalte das auch mal. Ist halt jetzt die Physical Resistance. Ist halt jetzt Physical Resistance jetzt. Ich habe nicht genug Physical Resistance und das muss ich irgendwo jetzt finden. Das muss ich jetzt irgendwo finden hier. Okay. Ja, das passt. Dann haben wir wieder eine Challenge. Was ist mit dem Ring eigentlich? Was hatte ich noch? Ich muss das Item auch noch, bevor ich es pushe, aufwerten. So gut wie möglich, damit es dann die Stats übernimmt. Habe ich auch vergessen. Immerhin haben wir jetzt mal den Gürtel. Immerhin haben wir jetzt mal den Gürtel. Das ist schon, glaube ich, ein Anfang. Mit den 3 Millionen Heiltränken. Das Bild ist jetzt darauf aufgebaut. Schon sehr geil. Krass. Leider den Key jetzt ausgegeben. Aber da machst du nichts. Soulfire. Ach, okay, das ist Fire. Das ist alles Fire. Das ist Lightless, Dingster Key. Fire. Arena Key. Fire. Okay, die Keys droppen random, aber das für die Ini ist halt nicht dabei nochmal. 71. Warte mal kurz schauen, was ist das hier? Increase Physical Damage, Physical Resistance. Achso, das war wegen Feuer, stimmt. Ich habe das hier getauscht, deswegen habe ich es ja behalten. Ja, okay, mit dem habe ich heute. Ja. Ich brauche wieder Physical Resistance, leider. Ja gut. Das ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Da farmen wir einfach noch und alles passt. Ich wusste nicht, dass... macht aber Sinn, dass du nicht einfach ein Item, was zu stark ist, das du noch upgraden kannst hier. Gut. Das heißt, ich muss den Key holen noch. Weiß aber nicht, wo es den genau gibt. Ich muss wieder anpassen, Lautstärke, glaube ich. Ich habe wegen dem Video lauter gemacht eben. Wild, sage ich da nur. Echt krass. Harter Tobak. Aber wir sind 77, bald 78 und in dem Monolith geht es dann auch noch hart weiter. Vielleicht, ich muss halt schauen, ich muss mal googeln, wo man den Key bekommt, eher, weil ich habe erst, muss noch vorstellen, was wir gemacht haben, so viele Stunden, erst zwei von den Keys, zwei Stück und wir haben wirklich schon viel investiert hier. Und ja, war heftig. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht hier.
War echt ein krasser vierter Tag. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann seid ihr auch bei Tag 5 dabei. Ich freue mich sehr und ich freue mich noch mehr, den Char zu equippen, noch mehr Legendaries zu bekommen, die Keys zu farmen, im Monolith weiterzukommen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren, kommentieren und liken. Wir sehen uns dann in Tag 4, Last Epoch. Action. Achso, nee, Ende.